zum Tempelstalk. Heute geht es ums Thema Niedersachsen und seine Politiker. Wir haben, glaube ich, einen richtigen Ansprechpartner mit Andreas, gebürtiger Göttinger. Andreas, was macht die Niedersachsens Politiker so populär zurzeit bei der Bundeskanzlerin? Grüß dich, Dieter. Ich keine Ahnung. Wir haben einen Christian Wulff als Bundespräsidenten. Wir haben eine Ursula von der Leyen, die ist ja Bundesministerin und auf dem Parteitag in Karlsruhe soll sie zu CDU-Vize gewählt werden. Wir haben Eckhard von Kleden, der war ja bis jetzt Kassenwart der Bundes-CDU, der ist jetzt, nachdem weiß ich, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin im Kanzleramt. Er dankt ja von diesem Posten ab und soll dann auf dem kommenden Parteitag ins Präsidium gewählt werden. Last but not least, Professor Dr. Hans-Gerd Pöttering. Er war ja Vorsitzender des Europäischen Parlaments und nach dem Auslauf seines Mandates wurde er ja zum Vorsitzenden der Konferenz. Ganze Menge aufgezählt an Persönlichkeiten. Einen hast du, glaube ich, vergessen. Das ist McAllister, der neue Ministerpräsident in Niedersachsen. Was ist das für ein Mensch? Dieter, du hast vollkommen recht. David McAllister ist eine interessante Mischung. Der ist ein halber Schotte. Der Vater ist Schotte und die Mutter, die kommt aus Deutschland. Als David geheiratet hatte, tat er das in einem Schottenrock. Aus dieser Ehe gingen dann zwei hübsche Töchter hervor. Wenn du so willst, dann ist er ja ein sehr gutes Ergebnis der Migrationspolitik, die wir ja in Deutschland haben. Und nicht zu vergessen, jüngster Ministerpräsident der Bundesrepublik. Ja, du kennst McAllister, was ist das für ein Typ? Es ist ein junger Spund und der ist eine interessante Mischung aus Homo Politicus und aus einem netten Menschen. Er war natürlich im Fahrwasser von Christian Wulff. Auf dem Parteitag in Celle hat Christian Wulff den Landesvorsitz für ihn abgegeben. Dann kam der Parteitag in Hildesheim. Darüber haben wir berichtet, Dieter, du und ich. Das war ja damals mit Frau Merkel und der Auftakt des Wahlkampfes. Das war dann der erste Wahlkampf, wo David McAllister den Parteitag als Landesvorsitzender führte. Und auf diesem jetzt neuesten Parteitag in Bingen, da war er gerade seit 3 Wochen Ministerpräsident, also sprich Landesvorsitzender und Ministerpräsident in einer Person. Ja, du hast lobende Worte über McAllister gefunden. Man hat fast den Eindruck, Wulff wird gar nicht vermisst. Gute Frage. Christian Wulff hat natürlich jahrzehntelang beinahe die Politik der CDU in Niedersachsen geprägt. Er hat ja, bevor er Bundespräsident wurde, wir konnten ja damit nicht rechnen, dass unser Bundespräsident Horst Köhler zurücktritt, hat er nochmal eine Regierungsumbildung in die Wege geleitet. Er hat aus Hamburg die Frau Özkan nach Hannover an die Leine geholt und machte aus ihr die erste Ministerin mit einem, ja, wie soll ich das sagen, mohammedanischen Glaubens. Viele Weichen wurden unter Christian Wulff gewählt, aber als Bundespräsident kann er sich, darf er sich natürlich nicht mehr in die Politik der CDU und damit in die Politik Niedersachsens einmischen. Andreas, auch niedersächsische Politiker sind vor Fettnäpfchen nicht gefeit. Bundespräsident Wulff wirbelte vor kurzem durch die Presse. Einmal hatte er ein Upgrade genossen und zum Zweiten hatte er eine Villa auf Mallorca bewohnt, die einem Unternehmer gehört. Den Namen sagen wir jetzt nicht. Was hältst du davon? Ja, Dieter, du hast vollkommen recht und du hast schon irgendwo die Antwort selber gegeben. Das sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut und die Sachen, die hat er ja als niedersächsischer Ministerpräsident gemacht. Jetzt ist er ja Staatspräsident, jetzt verkörpert er uns alle. Er verkörpert ja Deutschland. Es ging dann auch damals durch die Presse, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich kann ja nur sowas sagen, sowas Hochtrabendes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er aus diesen Sachen gelernt hatte und dass er jetzt als Bundespräsident uns alle Deutschen würdig in der Welt vertritt. Falls du als Journalist nicht mehr irgendwo landen kannst, dann rate ich dir, werde Pfarrer. Das war ein sehr salomonisches Urteil, was du da über den Bundespräsidenten gefällt hast. Trotzdem schönen Dank für das Gespräch und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich kann dir nur eins sagen, also wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Und ich denke zumindest, die niedersächsische CDU ist im Moment in der Bundespolitik ganz gut aufgestellt. Tschüss, Dieter, vielen herzlichen Dank.